Herzlich willkommen. Bio, Öko und Datenschutz ist heute unser Thema, haben wir schon gesagt. Und wir wollen ein bisschen diskutieren, inwiefern Bio und also Biologie hat sich eben schon als Lebensstil etabliert. Nicht Biologie, sondern natürlich ein biologisches Bewusstsein, ein ökologisches Bewusstsein. Und bei Datenschutz ist es zum Teil noch nicht so weit. Ich wollte jetzt auch einsteigen, kurz mit einer Frage. Wer hat heute Morgen denn einen Bio-Kaffee getrunken? Bitte melden. Ja, gut. Und vielleicht, wer hat Biomilch heute Morgen schon konsumiert? Vielleicht ist es mehr. Und jetzt aber die Gegenfrage, wer hat kein WhatsApp auf seinem Handy installiert? Ah, okay, es sind doch relativ viele hier. Ist aber natürlich auch eine sehr unrepräsentative Strichprobe. Aber Sie ahnen den Hintergrund der Frage. Während man in manchen Zusammenhängen sich schon beinahe rechtfertigen muss, wenn man mal ein Nicht-Bio-Lebensmittel kauft, zumindest im Prenzlauer Berg ist es häufiger mal der Fall, um Klischees jetzt nochmal hier voranzutreiben. Aber andernfalls muss man sich wiederum manchmal rechtfertigen, wenn man eben kein WhatsApp auf dem Handy hat und nur per SMS erreichbar ist oder mit diesen anderen alternativen Messengern. Und genau, wir wollen ein bisschen fragen, was kann man eigentlich lernen, was ist da eigentlich gut gelaufen bei der Ökobewegung oder was ist vielleicht da auch, wo gibt es da vielleicht auch Probleme oder vielleicht ist es auch eine Analogie, die man so gar nicht halten kann. Kurz zu meinem Hintergrund, ich habe mich eben mit Privacy Awareness beschäftigt, an der TU habe ich dazu geforscht und bin jetzt in der Datenschutzberatung, wo wir auch Unternehmen dazu anhalten, nicht nur reine Compliance zu machen, sondern ein bisschen darüber hinaus zu gehen und versuche auch ein Privacy-Business-Netzwerk aufzubauen. Aber ganz kurz möchte ich noch lieber noch meine Panelisten, unsere Gäste hier vorstellen. Friederike Rode hat am Zentrum Technik und Gesellschaft geforscht zu Digitalisierung und der Transformation des Energiesystems und ist jetzt am Institut für ökologische Wirtschaftsforschung und hat eben sich auch beschäftigt mit Corporate Social Responsibility Strategien im Bereich Umwelt und Nachhaltigkeit. Romy Hilbig forscht zu hat promoviert zu Geschäftsmodellinnovationen und hat eben auch geforscht zu Corporate Social Responsibility und Social Business Modellen und ist jetzt am Weizenbaum-Institut für Vernetzung und Gesellschaft. Aus dem praktischen Bereich haben wir Björn Stecher, der Digital-Enthusiast und Privacy-Nerd ist, das fand ich sehr schön in deiner Beschreibung, und eben auch Organisationen berät auch zum Datenschutz und auch aktiv ist bei der Initiative D21, die eben die Transformation der Informationsgesellschaft thematisiert. Da hat er auch zu tun mit den ethischen Fragen der Datenverarbeitung und zuletzt, aber nicht zuminder, Dean Czolic von Posteo, der dort die Öffentlichkeitsarbeit macht. Und Posteo ist natürlich auch ein sehr schönes Beispiel, wie ich finde, wie man eben Datenschutz und auch ökologisch nachhaltiges Wirtschaften propagieren kann und damit sozusagen auch ein Alleinstellungsmerkmal auf dem Markt haben kann. Und zum Einstieg würde ich jetzt gern einmal die Frage in die Runde geben, was aus eurer Perspektive eigentlich gelernt werden kann für den Datenschutz, für die Datenschutzdebatte aus der Ökologiebewegung. Vielleicht fangen wir von rechts nach links an. Mhm. Schönen guten Morgen. Ich freue mich sehr, auf diesem Panel hier zu sein, weil ich glaube, dass es ein ganz spannendes Thema ist. Ich glaube, für diese Frage, was die Datenschutzbewegung lernen kann von der Ökobewegung oder vielleicht vielmehr von dem, was unter dem Thema gesellschaftliche Unternehmensverantwortung diskutiert wird. Das sind für mich drei große Schlagworte eigentlich. Das eine ist Legitimation, das andere ist Impact und das dritte ist Allianzen. Warum diese drei Begriffe? Ich glaube, wenn man sich die Mechanismen mal so ein bisschen anguckt, also wie hat es eigentlich sozusagen angefangen, dass Unternehmen gesellschaftliche Verantwortung übernehmen für das, was sie tun, dann hat das natürlich sehr viel damit zu tun gehabt, dass Nichtregierungsorganisationen halt durch Agenda-Setting-Prozesse
gewissermaßen den Unternehmen die Legitimation entzogen haben. Also dass sie halt gesagt haben, das, was ihr macht, das ist so nicht in Ordnung, es ist nicht legitim, so zu wirtschaften und ihr müsst für das, was ihr tut, Verantwortung übernehmen. Und damit haben sie halt einen sehr, sehr großen Druck auf die Unternehmen ausgeübt und haben eben, und das ist eben für Unternehmen, die eben sehr, sehr stark darauf angewiesen sind, was für eine Wahrnehmung, was für ein Image sie haben, was für eine Reputation sie haben, ist das natürlich ein sehr wichtiges Thema. Also sie können im Grunde genommen nicht so operieren, wie sie operieren wollen, wenn sie keine Legitimität haben für das, was sie tun. Und ich glaube, das ist ein wesentlicher Aspekt, den man sozusagen auch übertragen kann auf das Thema Datenschutz, also indem man halt einfach mal viel stärker guckt, ist das eigentlich in Ordnung, was die Unternehmen da machen? Ist das eigentlich legitim? Ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Thema und ich glaube, da kann man sich sehr viel abgucken von dem, was die NGOs mit ihrer Kampagnenarbeit da gemacht haben. Das Thema Impact finde ich deshalb so wichtig, weil in dieser ganzen Diskussion um CSR am Anfang haben eben ganz viele gesagt, ja, CSR und das kam ja irgendwie so aus den USA und da ging es irgendwie nur darum, dass die Unternehmen vielleicht spenden, irgendwelche Philanthropie machen oder wie auch immer. Und im Grunde genommen ist man meiner Meinung nach in Deutschland zum Beispiel oder auch innerhalb der Europäischen Union mittlerweile schon sehr, sehr stark an dem Punkt angelangt, natürlich, dass man sagt, es geht eben nicht darum, sondern es geht um die Kerngeschäftstätigkeit des Unternehmens. Also was macht das Unternehmen? Und die Auswirkungen der Kerngeschäftstätigkeit des Unternehmens, die sind sozusagen entscheidend dafür, wofür das Unternehmen Verantwortung übernehmen muss. Also wenn ich halt irgendwie ein Automobilhersteller bin, dann ist es natürlich vielleicht sinnvoll, mir anzugucken, welche CO2-Emissionen meine Werke haben. Aber im Kern geht es darum, mir zu überlegen, welche CO2-Emissionen die Fahrzeuge, die ich verkaufe, verursachen. Und das ist halt eben der entscheidende Punkt. Und ich glaube, das ist halt eben was, was man auf diese Datenschutzdebatte eben auch übertragen kann. Also dass man halt sagt, okay, wenn die Kerntätigkeit des Unternehmens eben darin besteht, Daten zu verarbeiten und irgendetwas damit zu machen und daraus Wert zu schöpfen, dann hat das Unternehmen natürlich auch eine Verantwortung dafür. Der dritte Punkt, Allianzen, den finde ich insofern wichtig, weil ich denke, dass das in dem CSR-Bereich zum Beispiel auch recht gut funktioniert hat, also dass die Organisation, also dass man eben einfach guckt, bei welchen Stakeholdern, mit welchen Stakeholdern, die halt irgendwie an diesem Prozess beteiligt sind oder da irgendwie ein Interesse haben, was zu verändern, haben denn die gleichen Interessen wie ich? Also dass man sich beispielsweise mit Gewerkschaften zusammentut oder solche Geschichten. Also das ist ja zum Beispiel auch bei diesem ganzen Thema der Siegel und so weiter immer so ein total wichtiges Thema. Also sind ja die Gewerkschaften mit an Bord, können die auch dafür sorgen, dass bestimmte Sachen auch wirklich durchgesetzt werden? Und dass man eben sozusagen halt Allianzen schmiedet mit den Akteuren, wo man halt eben glaubt, die haben halt eine ähnliche Interessenlage und mit denen kann ich mich irgendwie zusammentun, um den Druck auf die Unternehmen entsprechend auch zu erhöhen. Und ich glaube sozusagen, dass man mit diesen drei Punkten schon ganz gut fährt und sich ganz gut was abgucken kann. Vielen Dank. Magst du gleich? Ja, ich habe nur zwei. ich glaube, was kann man von der Nachhaltigkeitsbewegung oder von dem Nachhaltigkeitsansatz lernen für den Datenschutz? Zum einen, dass man von Paradigmen abgeht, dass man von festen Strukturen, dass man sie loslässt und versucht neu zu denken. Ich glaube, das ist beim Datenschutz ganz wichtig. Die Akzeptanz dessen, dass Datenschutz auch was mit Kulturwandel zu tun hat und dass es klare Ziele braucht. Denn der Datenschutz krankt ja immer noch so ein bisschen aus, ich sage mal so Datenschutz-Schizophrenie, dass man bestimmte Leitlinien setzt, was man einhalten muss, Stichwort Datenminimierung und wir gucken eben halt raus und wir sehen nirgendwo, dass Unternehmen, Staat oder Bürger ihre Daten minimieren, sondern das kriegt man aber auch nicht kommuniziert. Das heißt, man muss eben halt da andere Ansätze finden und gucken, wie kann man das eben halt neu lösen. Und das andere, was ich glaube ich ganz wichtig finde, ist auch hinsichtlich Nachhaltigkeit und Ökologie ging es darum, auch die Bürgerinnen und Bürger zu befähigen. Und das ist, glaube ich, das, was wir im Datenschutz nicht haben. Sowohl die Unternehmen befähigen nicht ihre Kundinnen und Kunden, Verbraucher und Verbraucher. Der Staat befähigt auch nicht seine Bürgerinnen und Bürger, sich mit seinen eigenen Datenschutzkompetenzen auseinanderzusetzen. Stichwort Datenschutz in der Bildung, Datenschutz auch als Verbraucher und als Bürger und wirklich Aufklärung zu betreiben. Aber ich sage auch offen, auch wenn ich einer bin, auch die Juristen befähigen nicht
die Unternehmen und die Bürger wirklich datenschutzkompetent und datensouverän in der digitalen Welt herumzulaufen und sich wirklich kompetent zu fühlen. Weil das, was wir eben halt machen, ist, an den alten Instrumenten und Strukturen festzuhalten, indem man sagt, ja, ich will nicht die Haftung haben, deswegen schreibe ich ganz komplizierte Datenschutzbestimmungen, die elendig lang sind, die keiner versteht, die noch weniger lesen, und dann habe ich meinen Soll erfüllt und ist nicht mehr meine Verantwortung, bitte mach das. Und man braucht nur in die Runde gucken, wer hat wie viele Datenschutzbestimmungen schon mal gelesen. Und manche Unternehmen sind schon so weit und veröffentlichen Hörbücher für ihre Datenschutzbestimmungen. Also das macht's. Da merkt man eben halt auch, dass das Normative an dem Datenschutz einfach krankt, dass man sagt, es geht nur um Haftung. Und es geht nicht um wirkliche Verantwortung. Und der Begriff Verantwortung, da steckt das Wort Antwort drin. Das heißt, ich muss aber auch nicht nur Verantwortung wahrnehmen, sondern gegenüber meinen Stakeholdern, hast du schön gesagt, eben halt auch eine Antwort geben. Das heißt, ich muss sie befähigen. Und das ist das, was ich sage, wir müssen im Datenschutz dann neu denken, neue Ansätze finden, dass auch das Gesetz die Leute, die damit ihre Daten geben oder diejenigen, die mit den Daten verarbeiten, dass die befähigt werden, wirklich souverän mit ihren Daten auch umzugehen. Mhm. Vielen Dank. Ja, also guten Morgen auch von meiner Seite. Meine beiden Vorredner haben mir schon ein bisschen das aufgegriffen, was ich auch sagen wollte. Also zum einen geht es darum, um Verantwortung zu übernehmen hinsichtlich Daten. Das können wir von der Nachhaltigkeitsbewegung auf jeden Fall lernen, dass man den Mut entwickelt, die Dinge, die nicht in Ordnung sind, aufzugreifen, zu verändern, auch wenn es manchmal nur in kleinen Schritten ist. Und natürlich, was Sie auch gerade gesagt haben, die Mitarbeiter oder Stakeholder in Unternehmen zu befähigen, Daten lesen zu können, Daten zu interpretieren. Ich am Weizenbaum-Institut, wir beschäftigen uns mit datenbasierten Geschäftsmodellen und versuchen gerade erstmal zu verstehen, was ist das überhaupt, und stellen dabei fest, auch wenn wir mit Unternehmen, mit Mitarbeitern, mit Kunden sprechen, dass die meisten eigentlich gar nicht wissen, was sie mit ihren Daten da machen können, machen wollen, machen sollen. Und ich glaube, da muss vor allem auch im Bereich der Bildung, und da sind wir auch wieder bei Universitäten, bei Schulen, bei Hochschulen, bei Berufsschulen, müssen die Fähigkeiten entwickelt werden, diese Datenkompetenzen zu entwickeln. Und das brauchen wir alle. Also ich schließe mich da auch ein. Und das heißt, wir sind aufgefordert, das zu transformieren und überhaupt zu überlegen, was wir können. Was habe ich jetzt mit meinen Kollegen auf dieser Konferenz gemacht? Vielleicht haben Sie es gesehen, dieses ADDAM, diese Datenmystifizierungsmaschine, die sich hier in den Räumen findet. Wir haben versucht, so ein bisschen spielerisch zu erklären, diese Mensch-Maschine-Interaktion, was passiert denn da überhaupt, um ein Bewusstsein hier bei den Teilnehmern zu schaffen. Und ich glaube, das ist halt wirklich wichtig, denn Datenschutz sollte auf jeden Fall ein Grundrecht sein für jeden von uns. Und da sehe ich das ein bisschen differenziert zur Bio-Bewegung, auch wenn du vor uns gerade gefragt hast, wer hat heute früh Bio-Kaffee getrunken. Das ist natürlich auch eine elitäre Gruppe, Stichprobe, die sich das leisten kann. Ich finde, Datenschutz sollte allen zugänglich sein, egal aus welchen Gruppen und Schichten man kommt, und das sollte unsere Aufgabe sein, das in die Welt hinauszutragen. Und was kann man am Ende auch noch von der Bio-Bewegung lernen? Ich denke, wir hatten das auch gerade schon vorher in der Debatte, es wird sich auf irgendwelche Gütesiegel, Zertifizierungen, Akkreditierungen herbeibelaufen, oder die sind ja schon im Entstehen. Da hat natürlich die Bio-Bewegung auch am Anfang sehr viel auf den Markt gebracht. Da kann man natürlich auch von lernen, wie man das vielleicht gleich richtig implementiert und nicht 30.000 Labels entwickelt und am Ende sind vielleicht nur 5, die wirklich den Richtlinien entsprechen. Genau, das wäre so meine Ideen in diese Richtung. Ja. Danke. Ja, vielen Dank. Ja, guten Morgen auch von mir. Also für mich als Unternehmensvertreter ist die Situation eigentlich relativ einfach. Wir sehen von uns aus immer den Kunden, also was ist gut für den Kunden, und bei uns ist der Nutzer auch gleichzeitig der Kunde, das heißt, wir müssen das Produkt, was wir haben, für den Kunden anbieten. Und wir sehen, dass Nachhaltigkeit und auch Datenschutz für den Kunden ein wichtiges Kriterium ist, sich für zum Beispiel einen E-Mail-Dienst zu entscheiden. Und ja, Datenschutz ist ein Grundrecht, das ist so ein bisschen die rechtliche Dimension der gesamten Fragestellung. Aber ich glaube auch, man darf den Kunden nicht vergessen. Also das Individuum, das sich umschaut und sich fragt, was möchte ich haben. Und ich denke, sowohl bei Bio oder bei ökologischen Fragestellungen wie auch bei Datenschutzfragestellungen gibt es eine Awareness bei den Menschen,
die sind bereit, wenn sie sehen, etwas ist bio, öko oder auch datenschutzorientiert, sind sie bereit, sich dafür zu entscheiden im Vergleich zu anderen Produkten, wenn sie die Wahl haben und wenn sie die Informationen darüber haben. Und wir sehen als Anbieter zum Thema, weil du das, glaube ich, eben sagtest, Unternehmen haben ganz viele Daten, wir haben gar keine Daten über den Kunden. Wir wissen, wir haben am Postfach keine Informationen darüber, wer der Kunde ist, also kein Name, keine Adresse, gar nichts. Und der Grund ist ganz einfach, wir brauchen das nicht. Und was wir nicht brauchen, müssen wir auch nicht erheben vom Kunden. Und das ist so ein Effizienzprinzip, das man auch auf die Energie anwenden kann. Man muss sich immer zuerst fragen, möchte ich eine gewisse Energie als Anbieter verbrauchen oder nicht? Und danach frage ich mich, wie kann ich diese Energie ökologisch nachhaltig verwerten sozusagen. Und so ist das auch mit Daten. Jedes Unternehmen sollte sich fragen, brauche ich unbedingt von einem Kunden ganz bestimmte Daten oder nicht? Und ich glaube, ich kann auch selber als Konsument nachvollziehen, das stimmt schon, viele Unternehmen sammeln vermutlich einfach Daten und wissen gar nicht, was sie damit anfangen sollen. Und ich glaube, der richtige Ansatz hier für Unternehmen ist, sich zu fragen, brauche ich unbedingt jetzt diese und jene Informationen über den Kunden oder nicht? Und hier ist das für mich gar nicht so sehr eine Frage, wer da jetzt von wem lernen kann, also ob das jetzt die Ökobewegung von den Datenschützern oder umgekehrt ist. Das sind also für mich ist ökonomische oder ökologische Nachhaltigkeit und ökonomische Nachhaltigkeit sind einfach zwei Seiten einer Medaille. Wir machen das mit unserem E-Mail-Dienst seit knapp 10 Jahren und wir sehen, dass das für Kunden eine wertvolle Dienstleistung ist, dass wir sie also genauso ausgestalten. Und ich denke, das Wichtigste hier ist, natürlich muss man vieles mit, ich sage jetzt mal auch gesetzlicher Einfassung machen, deshalb ist die Datenschutzgrundverordnung eine richtige Sache. Es ist auch richtig, dass Datenschutz ein Grundrecht ist, das hat das Bundesverfassungsgericht gesagt. Also die digitale Intimsphäre, die Privatsphäre ist ein hohes Gut, das der Staat und Anbieter schützen müssen. Das erstmal von mir. Vielen, vielen Dank. Wir haben jetzt ganz viele spannende Punkte. Ich möchte gleich einen rausgreifen, weil wir ja mit dem Lebensstil eingestiegen sind. Und zwar ist natürlich das tatsächlich ein Stück weit ein elitärer Diskurs, zu sagen, die Konsumenten können ja einfach entscheiden, welches Produkt sie kaufen, einfach weil eben nicht jeder so frei entscheiden kann mit seinem Geldbeutel. Auf der anderen Seite ist aber Regulierung, wie du gesagt hast, auch nicht immer so leicht durchzusetzen und juristische Grenzen. Was wäre sozusagen dein Vorschlag diesbezüglich? Also oder was würdest du dazu sagen als alternativen Ansatz, wenn man sagt, man kann es nicht den Konsumenten allein überlassen? Wo könnte man noch ansetzen, wenn es jetzt, ja, sei es Regulierung oder sei es was darüber hinaus noch? Also was ich einen interessanten Ansatz finde, was wir bei uns am Institut teilweise auch versuchen zu testen oder zu etablieren, ist, dass man diese ganzen Bestimmungen, Datenschutzgrundverordnung so auch erstmal verständlich aufbereitet, dass es auch jeder versteht. Das kann mit Zeichen sein, das kann mit Bildchen sein, mit was auch immer, sodass wenn ich jetzt auf eine Website gehe, und das machen wir alle jeden Tag, heute früh habe ich wieder irgendwas gesucht, ich drücke einfach auf dieses Cookie setzen, ich denke eigentlich gar nicht drüber nach, weil wenn ich das nicht klicke, kann ich es nicht lesen. Also und die Frage ist, was heißt denn das überhaupt? Und wenn man das vielleicht für Konsumenten, sowohl wenn ich irgendwo was kaufe, wenn ich was lese, ein bisschen besser aufbereitet, sodass man das versteht und das zugänglich macht, vielleicht mit Bildern, die über alle Sprachen hinweg einheitlich sind und zu sagen, okay, wenn ich jetzt hier klicke, heißt das, die behalten meine Daten für so und so lange oder die nutzen Google Analytics oder die tracken, wo ich langlaufe oder was auch immer, dann könnte man so ein bisschen das besser zugänglich machen und dann kann man selber entscheiden, okay, will ich das wirklich? Aber ich verstehe erstmal, was da gemacht wird. Jetzt würde ich behaupten, keiner versteht eigentlich, was da gemacht wird und ich denke auch, dass die meisten Unternehmen, also wir sprechen jetzt mit einigen, auch viele nicht wissen, wie du sagst, man hat so viele Daten, was mache ich denn überhaupt damit? Bringen die mir überhaupt was? Brauche ich diese ganzen Informationen oder sind die hier letztendlich nur wertvoll? Also das wäre so ein erster, so eine Übersetzungstätigkeiten, um allen das zugänglich zu machen, so in die Richtung. Aber dieser aufklärerische Gedanke nicht im Grunde auch wieder ein Stück weit ein elitärer Diskurs, weil man eben auch die Kompetenzen dafür überhaupt erstmal braucht und die Zeit dafür? Wir tun im Datenschutz immer so, dass irgendwie alle Leute wirklich so wenig Daten wie möglich reingeben wollen.
Wenn man sich das generationsübergreifend ansieht, dann sieht man schon, dass eben halt viele Jugendliche selbstbestimmt, bewusst auch viele Daten reingeben, weil sie eben halt für sich einen Nutzen sehen. Deswegen ist, glaube ich, auch die Frage dann zu sagen, okay, Datenschutz als kulturellen Wandel auch zu verstehen, zu sagen, es ist auch legitim, dass ich ganz viele Daten ins Netz stelle, wenn ich das möchte. Jeff Jarvis aus Amerika hat mal so diese schöne Analogie gemacht in Deutschland, hat gesagt so, ihr seid schon lustig, ihr Deutschen, ihr habt das strengste Datenschutzrecht, aber ihr geht nackt an FKK-Strand. Das ist in Amerika, ist es genau umgedreht, weil sie eben halt da Brüder sind, aber im Datenschutz sind wir ganz offen. Das heißt, Datenschutz hat auch was mit kulturellem Verständnis dazu zu tun, auch was mit generationsübergreifend zu tun. Und da wird's dann kritisch, weil wir versuchen irgendwie über alle eine Schablone zu legen und sagen, natürlich sind ganz viele Daten im Internet alle schlecht, aber es macht eben halt auch sehr viel Gutes. Stichwort, klar, es müssen die ganzen Buzzwords kommen, künstliche Intelligenz und gerade in der Medizin, Telemedizin, ganz viele Daten führen immer dazu, dass die Diagnostik besser wird oder. Es gibt ganz viele tolle Beispiele, wo es aber eben halt Daten braucht, wo die eben halt auch, sag mal, ethisch, gesellschaftlich vertretbar genutzt werden können. Und da passt das Datenschutz normativ eben halt nicht mehr rein, weil es geht eben halt nicht um den Schutz der Daten, sondern es geht um den Schutz der Intimsphäre. Und die ist aber auch wieder individuell. Das heißt, ich muss das Datenschutz auch anders verstehen. Ich brauche eine Basis, normativ. Drei Elemente muss ich da drauf aufbauen. Der erste Element ist, ich muss technisch dafür sorgen, dass die Leute wirklich in der Lage sind, wirklich selbstbestimmt unsouverän mit ihren Daten umzugehen auf den einzelnen Plattformen. Das ist das Erste. Das Zweite ist, ich brauche gesellschaftliche und ich brauche selbstverpflichtende Vertrauensanker. Kommen wir vielleicht nochmal, Stichwort Corporate Digital Responsibility. Und als drittens ist eben halt wirklich, ich muss eine Kompetenz haben, wo ich wirklich weiß, welche Logiken steckt dort hinter, was kann eben halt als Konsequenz passieren, damit ich wirklich entscheiden kann, was ist das, was ich wirklich, wirklich will. Und das ist die Schwierigkeit daran, hat eine Komplexität angenommen, die schwer greifbar ist. So, und man versucht mit dieser Schablone die Komplexität einzufangen. Das geht aber nicht mehr. Und das merken wir auch in der DSGVO. 99 Artikel, 137 Erwägungsgründe, so viele unbestimmte Begriffe. Da ist so viel Interpretationsspielraum, da merkt man, da kommt der Gesetzgeber an seine Grenzen. Deswegen brauchen wir einfach neue Instrumente, damit auch umzugehen. Und das ist, glaube ich, das, was wir auch lernen müssen. Du willst was sagen. Ja, genau. Also zum einen würde ich zu dem Thema, was du gesagt hattest, nochmal kurz was sagen. Also ich glaube, gerade dieses Thema, dass man das Bewusstsein dafür schaffen muss, ich glaube, dass es schon ein wichtiges Thema ist. Also ich glaube nicht, dass es so ist, dass den Leuten immer bewusst ist, die Daten gebe ich jetzt dafür her und das finde ich auch in Ordnung, sondern ich glaube schon, dass man auch durchaus sich klar machen, also dass man durchaus eben im Sinne von Agenda-Setting, so wie die NGOs das halt ja auch bei allen möglichen anderen Themen machen, halt wirklich mal sagen muss, okay, was passiert denn da eigentlich mit meinen Daten und das halt sozusagen für die Leute auch mal erlebbar machen. Ich glaube schon, dass das ein sehr wichtiger Prozess ist. Und was ich halt schon auch ein bisschen kritisch sehe, ist dieses Thema, wenn wir sozusagen die Daten erheben und ich jetzt sozusagen darf als Konsument daraus einen Nutzen ziehe, dann ist es ja in Ordnung. Oder ich kann ja die Daten, wenn ich die sozusagen für einen positiven Zweck nutze, dann ist es halt okay, die Daten zu erheben. Also ich glaube schon, dass man da grundsätzlich immer so ein bisschen kritisch hinterfragen muss, inwieweit macht es überhaupt Sinn, diese Daten zu erheben. Also wenn ich halt sage, ja okay, ich finde halt das super, dann gebe ich halt meine Daten dafür her, dass ich halt Google Maps nutze und irgendwie eine Echtzeitverkehrsanzeige habe. So, ja klar, es ist irgendwie ein Nutzen für mich. Auf der anderen Seite ist es ja trotzdem relativ intransparent, was für Daten da jetzt eigentlich genau erhoben werden. Und diese Standortdaten, die werden ja eben nicht nur für diesen Service genutzt, sondern die werden vielleicht auch noch dafür genutzt, mir irgendwie eine Werbung über das nächste Restaurant anzuzeigen und so weiter. Ne? Und da bin ich halt wiederum bei dem Punkt, wo ich sage, ja nee, eigentlich geht es ja darum, eben die Daten, die ich wirklich nicht brauche, nicht zu nutzen. Und das passiert aber nicht. Und deswegen bin ich halt schon der Meinung, dass man da grundsätzlich darüber diskutieren müsste, dass diese Daten überhaupt erhoben werden, ob das überhaupt legitim ist. Weil gestern hatten wir auch irgendwie in einem Workshop die Diskussion, ja, wenn ich halt irgendwie jetzt so eine Nachbarschaftstausch-Aktion, Sharing-Plattform oder so habe und dann vielleicht sehe ich dann, ob mein Nachbar gerade im Supermarkt ist und dann kann der mir ja Eier mitbringen, wenn ich gerade keine habe. Und da denke ich halt so, na, das geht halt nicht. Also ich kann ja nicht einfach meinen Nachbar tracken die ganze Zeit, auch wenn es für einen guten Zweck ist. Also das finde ich halt nicht in Ordnung. Also ich finde, da heiligt der Zweck halt einfach nicht die Mittel. Da muss man halt schon grundsätzlicher drüber diskutieren. Also. Genau, ihr habt ja als Kerngeschäft eigentlich, sollte man meinen, den Umgang mit Daten und die Verarbeitung von Daten, und ihr seid ja auch darauf angewiesen, gewisse Daten zu verarbeiten. Wie stellt sich das aus deiner Perspektive dar? Also das muss man trennen. Was wir ja als wir sind ja als E-Mail-Anbieter in Deutschland ein Telekommunikationsanbieter oder auch in Europa oder generell auch per Definition natürlich.
Und man muss hier trennen, es gibt einmal die, die Telekommunikationsdaten an sich, das sind die Daten des Kunden, so werden sie auch behandelt, und es gibt die Daten über den Kunden, also alles, was irgendwie personenbeziehbar ist, was wir über ihn in irgendeiner Form bei uns als sogenannte Bestandsdaten hätten oder nicht, oder auch Verkehrsdaten, die wir nicht haben über den Kunden. Natürlich müssen wir dem Kunden, stellen wir dem Kunden den Telekommunikationsdienst zur Verfügung und helfen ihm dabei, dass er mit unserer Plattform kommunizieren kann. Ich glaube aber, was oder wie sich das für uns darstellt, ich hatte das ja eben schon gesagt, bei uns ist ja der Nutzer auch gleichzeitig der Kunde. Das heißt also, wir machen alles, was wir tun, für den Nutzer. Und das Beispiel, was du eben hattest mit dem Tracking von der Location, da ist es ja so, dass der Nutzer eben nicht der Kunde ist. Da gibt es irgendeinen Werbepartner, der Kunde ist. Und der Anbieter wird sich mit dem Werbepartner irgendwie, ja, über eine wie auch immer geartete Datenverarbeitung geeinigt haben. Und als Nutzer kann man oft gar nicht wissen, was da los ist, was da passiert, welche Daten werden da erhoben oder nicht. Und das ist hier eine Geschäftsmodellfrage. Und ja, ich denke, man sollte Nutzern im Internet insbesondere insoweit sehr gut darüber aufklären, was ihre Rolle in diesem ganzen System ist. Und ja, dann kann man auch natürlich eine informierte Entscheidung darüber treffen, ob man das jetzt machen möchte oder nicht. Aber ganz ehrlich, bei diesen ganzen werbefinanzierten Konstrukten, wer kann da genau dahinter blicken, wer da was mit meinen persönlichen Daten macht oder nicht? Das ist einmal die Frage. Und zum Zweiten würde ich, das hatten wir eben auch mit dem Thema, dass Privatsphäre ja ein Grundrecht ist. Ich glaube, dass die persönlichen Daten, und über die reden wir ja hier insbesondere, also alles das, was personenbezogen ist, auf einen Menschen, auf ein Individuum zugeschnitten ist, das ist keine Ware. Also das kann man nicht ökonomisch betrachten und sagen, das kann ich irgendwie verkaufen oder das kann ich weggeben. Das kann man eben nicht. Es ist ein Grundrecht. Ein Grundrecht kann man nicht verkaufen. Man hat immer einen Anspruch darauf, dass ein Anbieter mit persönlichen Daten mehr als korrekt umgeht und diese auch nur insoweit erhebt, als dass er sie unbedingt braucht. Darf ich nochmal kurz, ich ganz spannend finde, weil das eben halt diese Ambivalenz, die sich jetzt gerade schon auftut, auch der Punkt ist, wo wir, glaube ich, mit so einer ethischen Debatte schon mal andocken können. Und das zeigt es eben halt sehr bewusst und sehr deutlich, weil manche Geschäftsmodelle brauchen einfach sehr viele personenbezogene Daten. Sie haben aber auch einen sehr hohen gesellschaftlichen Mehrwert beispielsweise. Wenn ich zum Beispiel, es gibt ein Unternehmen, das heißt SensorFloor. SensorFloor ist, was macht das? Es kann zu Hause, trackt den Boden, macht verschiedene Quadrate, und gerade für ältere Personen ist das der Fall, wenn die eben halt zu Hause rumlaufen, wird dann eben halt die Bewegung in den Quadraten getrackt, wird dann eben halt gemessen, und wenn die Person beispielsweise umfällt, dann wird automatisch ein Alarm ausgelöst. Wir haben eine Gesellschaft, die ist so, wie sie ist. Und wenn eben halt Personen, die noch so lange wie möglich zu Hause leben wollen, wird eben halt durch dieses System ermöglicht. Kann man halten, was man will, es ist aber Fakt. So, und das ist was ist jetzt auf der einen Seite? Auf der einen Seite ist jetzt personenbezogene Daten, auf der anderen Seite ist die Selbstbestimmung der jeweiligen Person, auch so lange wie möglich zu Hause zu leben. Und das ist eben halt ein gesellschaftlicher, ein ethischer Abgleich, den man eben halt führen müssen. Und wir kommen immer mehr in diese Diskussion hinein, dass wir Geschäftsmodelle fernab, sage ich ganz offen, von Google, Apple, Facebook, Amazon und so weiter, dass es kleine und mittelständische Unternehmen gibt, die mit personenbezogenen Daten wirklich Geschäftsmodelle aufbauen wollen, um eben halt das Leben der Leute auch besser zu machen. Das heißt nicht, dass man blindlings denen folgen soll, aber man soll das zumindest in der Diskussion noch mit berücksichtigen. Da braucht es eben halt gesellschaftsethischen Diskurs und Debattenausgleich. Ich würde auch nicht sagen, dass man personenbezogene Daten jetzt gar nicht erheben sollte. Also ich würde jetzt nicht sagen, so pauschal kann man das, glaube ich, nicht sagen. Und natürlich gibt es sicherlich auch eine Reihe von Daten, die sozusagen sehr viel Sinn machen. Also gerade im Geodatenbereich oder weiß ich nicht was, da gibt es ja einen Haufen Daten, wo es durchaus super gut möglich ist, die für ökologische Zielsetzungen zum Beispiel zu verwenden. Aber es muss halt transparent sein, welche Daten erhoben werden und zu welchem Zweck. Das, finde ich, ist halt der Punkt. Also wenn ich mich natürlich dazu entscheide, sozusagen dieses System, was du jetzt gerade genannt hattest, für meinen Haushalt zu nutzen,
und mir das sozusagen auch bewusst ist, welche Daten von mir jetzt erhoben werden und mir klar ist, okay, wenn die jetzt erhoben werden, dann hat das diesen und diesen Zweck, dann finde ich das durchaus in Ordnung. Ich finde es nur nicht in Ordnung, wenn es intransparent ist. Das kann halt nicht der Fall sein, ne? Also. Ja, Dean. Eine kurze Anmerkung. Hier ist ja auch die Frage des Geschäftsmodells. Also wenn derjenige, der dieses System nutzt, das bezahlt, also wenn er auch der Kunde ist, dann wird der Anbieter ein ganz anderes Verhältnis zu ihm haben und wird wahrscheinlich sehr viel verantwortlicher mit ihm und seinen Daten umgehen. Wenn ich mir jetzt mal ganz skurril vorstelle, das wäre ein werbefinanziertes Modell, da geht bei mir auch die Fantasie zu Ende, wie das aussehen könnte. Ja. Aber ich glaube, da muss man ja vielleicht prinzipiell unterscheiden. Bei dem, was du jetzt gesagt hast, ist es ja so wirklich, es gibt einen Mehrwert. Das kann man sehen, wie man will. Hier hinten wurde ein bisschen mit den Köpfen schon geschüttelt. Aber man ermöglicht diesen älteren Personen tatsächlich zu Hause zu bleiben aufgrund dieser Daten. Wenn das Beispiel, was du sagst, das ist ja Google erhebt alles von uns und nutzt Werbeanzeigen. Ich habe vor 10 Jahren, habe ich damals noch bei Quelle im E-Commerce gearbeitet. Quelle gibt es nicht mehr. Und wir haben uns damals vor 10 Jahren gefreut wie Schnitzel, als es so diese Cookie-Werbung gab und wir gemerkt haben, oh, kundenindividuelle Werbung, wir können mehr Schuhe verkaufen. Und gerade bei Google ist es ja so, das ist ja der Werbekanal für alle großen Unternehmen schlechthin oder selbst auch kleine und Mittelständler. Man nutzt es, um seine Produkte an den Mann zu bringen. Und da ist natürlich vollkommen gerechtfertigt die Frage, will ich diese Daten überhaupt weitergeben? Will ich, wenn ich durch die Straße laufe, habe Google Maps an, laufe an S. Oliver Store vorbei, 3 Minuten später ein Newsletter dazu bekommen und so weiter. Und da, glaube ich, geht's los. Und das passiert ja jeden Tag schon. Ich glaube, man muss hier einfach die Geschäftsmodelle ein bisschen differenzieren. Welche haben vielleicht tatsächlich aufgrund der Daten einen wirklich gesellschaftlichen Mehrwert für bestimmte Zielgruppen und welche sind rein nur für den Abverkauf? Und ich glaube, das sind so ein bisschen die Themen, um die es geht. Ja, ganz kurz, bevor du zum Wort kommst, wollte ich nochmal einladen, hatte ich vorhin noch nicht gesagt, aber wir wollten hier einladen, dass Leute, die eine Frage haben, sich auch gerne hier vorne hinsetzen können und hier mitdiskutieren können. Und ansonsten nehmen wir natürlich auch jetzt langsam Fragen aus dem Publikum entgegen, wenn hier schon, genau, erst noch Friederike und dann gerne. Also was ich nochmal anmerken wollte oder vielleicht auch mal einfach in den Raum stellen würde, was mich halt auch mal interessieren würde, wie man das vielleicht, wie ihr euch das vielleicht einfach auch vorstellt, wie kann man denn aber so ein Unternehmen wie Google zum Beispiel oder wer auch immer, die halt ja auch eine vergleichsweise große Marktmacht haben und es dadurch natürlich auch so eine gewisse Fahrtabhängigkeit gibt. Also zum Beispiel dieses Messenger-Thema, das hat jetzt bei mir dazu geführt, dass ich jetzt 3 Messenger auf meinem Telefon habe. WhatsApp, Telegram und Signal. Ja, super, weil ein paar Leute haben WhatsApp, ein paar Leute haben Signal, ein paar Leute haben Telegram. Das kann ja jetzt auch nicht der Sinn der Sache sein. Also wie kann man sozusagen diese großen Unternehmen, die halt eine gewisse Marktmacht haben und dadurch natürlich ist sozusagen auch so eine Art Fahrtabhängigkeit gibt, ja irgendwie dazu bringen oder da irgendwas zu verändern zu wollen überhaupt, das finde ich ist auch nochmal eine spannende Frage, oder? Also wie seht ihr das denn? Jetzt könnte ich ein juristisches Potpourri aufmachen und sagen, also ich glaube, das allererste ist, dass wir hinsichtlich Marktmacht und Wettbewerbsmacht dort regulativ eingreifen müssen, dass eben halt Datenschutz eben halt auch in den Wettbewerbsrecht Einfluss hat, auch in dem Kartellrecht Einfluss nimmt. Das ist das Erste. Das Zweite ist, muss man Google auch mal vorhalten, die Entwicklung in den letzten 5 Jahren, die haben viel gemacht. Man hat unheimlich viele Tools, mit seinen privaten Daten wirklich da auch zu agieren. Man glaubt es Google nur nicht, aber man kann es einstellen. Das ist das Zweite. Das Dritte ist, die Debatte, die wir jetzt auf politischer Ebene haben, hinsichtlich Datenethikkommission oder die Enquete-Kommission für die künstliche Intelligenz. Auf der europäischen Ebene gibt es auch eine Datenethikkommission, dass die institutionalisiert wird, um eben halt gesellschaftliche Austausch zu ermöglichen, zu sagen, was wollen wir als Gesellschaft, was ist der ethische Rahmen, um das eben halt Druck zu machen, um dann eben halt gegenüber den großen GAFA-Unternehmen, also Google und so weiter, da auch gesellschaftlichen Druck auszuüben. Das ist irgendwie vergleichbar mit der Öko-Bewegung. Da kam es eben halt auch bottom-up und ich glaube, dieser Diskurs ist notwendig, damit wir eben halt diesen Austausch haben, zu sagen, was wollen wir ethisch auch von der Gesellschaft. Und das Zweite ist, das Letzte ist, natürlich brauchst du eben halt auch den normativen Rahmen, den haben wir. Und als letzter Punkt ist, jeder von euch selbst kann ja mal gucken, was kann man denn machen? Stichwort Max Schrems. Der gute Mann, der liebe Österreicher, hat es geschafft, Facebook in die Knie zu zwingen mit einer Frage, welche Daten habt ihr von mir? Ich gucke in die Runde, frage mal so, wer von Ihnen, wer von euch kennt denn seine Datenschutzrechte? Mal Hand hoch. Guckt mal rum, das sind ganz wenige, die ihre Datenschutzrechte kennen.
alle sind in der digitalen Welt, alle haben mit ihren Daten zu tun, alle haben irgendwie ein Bauchgefühl. Aber fragt doch mal, was habt ihr für Datenschutzrechte? Auskunftsrecht, Berichtigungsrecht, Sperrung, Löschung. Wer von euch hat mal beim Unternehmen wirklich mal nachgefragt und hat mal gesagt, welche Daten habt ihr denn von euch? Auch ganz wenige. Ich bin Datenschutzbeauftragter für ganz viele Unternehmen. Ich mache mir einen Spaß draus. Macht Spaß, wirklich. Wenn ich mal Höfner frage, was habt ihr für Daten bei mir? Da weiß ich, dass im Hintergrund der Datenschutzbeauftragte sich die Haare rausreißt und sagt also, es gibt die Leute, die fragen mich, was habt ihr für Daten? Macht das mal. Und das ist das, was jeder für sich selber auch machen kann, zu sagen, regelmäßig die Unternehmen mal anfragen, was habt ihr für Daten von mir? Um dann wirklich herauszufinden, wie agieren die? Sind die in Ordnung? Ja oder nein? Und dann gibt es Aufsichtsbehörden, einfach dort mal nachfragen und sagen, also das eben halt ausgestalten, seine eigenen Rechte mit Leben füllen. Und wenn man das eben halt macht, für ganz groß und ganz klein, ich glaube, da kann man eben halt auch schon Beitrag dazu leisten. Jetzt würde ich gerne noch, also eine Sache sagen zu der Frage von den Messengern, weil du hast auch Kartellrecht mit reingebracht, also hier wollte ich einfach nochmal feststellen, dass es schon auch Alternativen gibt, E-Mail beispielsweise ist ja das Faszinierende daran, dass man an unterschiedlichen Anbietern sein Konto haben kann und trotzdem miteinander kommunizieren kann. Und das ist eben, wie man beim Messenger sieht, gar nicht selbstverständlich und das war auch beim Telefonnetz beim frühen nicht selbstverständlich, sondern musste in den USA regulativ durchgesetzt werden, dass die unterschiedlichen Anbieter die Anrufe zu den anderen Anbietern durchstellen. Also deswegen ein guter Hinweis zu sagen, nochmal in andere rechtliche Bereiche aufzugehen. Gestattest mir noch einen Punkt. Das Unternehmen, mit dem wir unproblematisch am vertrauensvollsten zusammenarbeiten, die aber die meisten Daten haben, sind unsere Banken. Die Banken haben unheimlich viel Wissen darüber, wo wir sind, was wir ausgeben, wo wir einkaufen, wie wir sind und wo immer so zu demografischen. Wir vertrauen aber den Banken. Und da fragen wir gar nichts, wie ist das eben halt mit den Daten. So, also das mal auch hinterfragen, also sein eigenes Wirken mit der analogen Welt, mit der Generation und was eben halt die neuen Unternehmen mit uns machen. Das ist, glaube ich, so selbstreflektiert auch ein guter Punkt. Jetzt noch kurz Romy und dann würde ich hier weitergeben. Genau, ich wollte nochmal kurz zu diesem, weil du gesagt hast, das Google-Beispiel, was können wir da machen? Also ich glaube wirklich, dass es da halt eine staatliche Regulierung gibt und man kann ja alternativ Google Maps zum Beispiel, aktuell ist es so, wir nutzen das, ich nutze es auch, ich bin absolut davon begeistert, Top-Staumeldung, man kommt immer super an, aber eine Alternative wäre natürlich zu sagen, okay, ich nutze den Dienst for free, dann kriegt Google meine Daten oder ich bezahle dafür in der Alternative, dass Google halt meine Daten nicht bekommt, aber ich halt den Dienst bezahle muss mit 2 Euro, 3 Euro oder wie auch immer oder pro Usage, keine Ahnung. Das sind ja alles Möglichkeiten, die es gibt und dann wären wir wieder in dieser Debatte, Daten als Zahlungsmittel könnte man super implementieren, braucht natürlich aber Vorgaben, staatliche Regulierungen, dass man Google auch dazu bekommt, solche Dienste anzubieten, aber das wären Möglichkeiten, die es gibt. Wobei ich mir da nicht so sicher wäre, ob der Dienst dann überhaupt noch möglich wäre, weil sie brauchen ja die Standortdaten von den Autos, sonst könnten sie ja diese Echtzeitanzeige gar nicht machen, aber gut. Ja, können sie ja machen, aber dann könnte ich bezahle dafür und das heißt am Ende, diese Fahrt von A nach B wird, nachdem ich sie in Anspruch genommen habe, gelöscht, es wird nicht weiter genutzt, es wird nicht festgehalten. Aktuell ist es ja so, ich meine, man kann monatlich sich jetzt zuschicken lassen, wo Google sieht, wo ich von A nach B gelaufen bin. Das ist schon ein bisschen erschreckend, muss ich ehrlich sagen, wenn man das so sich mal anschaut. Aber das könnte man ja dann löschen lassen oder könnte eine Bedingung sein mit diesem Dienst der Zahlung. Ja. So, ich gebe jetzt mal das Wort hier. Vielleicht magst du kurz 2 Worte zu deinem Hintergrund sagen oder deine Perspektive. Ich bin Programmierer und ich bin Nutzer vor allem und als solcher trete ich jetzt gerade auf. Und ich möchte mal die Machtfrage reinbringen. Also ich finde, was sowohl die Datenschützer als auch die Post-Privacy-Leute worüber sie meistens nicht reden, ist, wem gebe ich meine Daten? Da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Also ich finde es durchaus, wie du sagst, legitim zu sagen, ich will viele Daten hergeben, aber ich finde es völlig absurd, die einem privaten, gewinnorientierten Konzern zu geben. Also Daten sind ja ein wichtiger Rohstoff und dass wir Daten haben, bedeutet Macht. Und warum gibt man die irgendwie Mark Zuckerberg? Also ich finde, solche digitalen Plattformen sollten keine gewinnorientierten Unternehmen sein, sondern irgendwie Public-Benefit-Unternehmen, gemeinnützig oder sowas. Ich bin noch nicht ganz fertig. Das Problem ist ja nicht nur, dass Facebook weiß, was ich tue, sondern dass ich nicht weiß, was Facebook tut.
Also meine zweite Forderung ist, dass die Unternehmen so transparent wie möglich sein sollen. Ich will, dass sie Open-Source-Software verwenden und dass die alles offenlegen, was sie tun. Ja. Und ja, noch ein Punkt, da könnte man von der Ökologie lernen, dafür bräuchte es ein Label. Vielen Dank. Darf ich eine Rückfrage stellen? Hast du eine Lebensversicherung, Berufsversicherung, Bankkonto? Hast du sowas? Bankkonto habe ich. Okay. Das ist, auch diese Unternehmen haben jetzt schon von dir eine Menge Daten und wissen eine Menge von dir. Aber das ist eine Frage des Lebensmodells, was will ich eben halt, das auch Machtfrage, auch die Versicherung haben unheimlich viel Macht, weil sie ganz viel wissen über die Person. Und auch die Banken haben ganz viel Macht, weil sie wissen über die Person. Dann, ich würde nur dafür werben, dass man die digitalen Unternehmen mit den analogen Unternehmen, die es jetzt auch schon gibt, einfach auch mit in die Diskussion mit einbezieht, weil die haben genau die gleiche, kann man genau die gleiche Frage stellen, denen gegenüber. Ja, ich glaube aber schon, also ich glaube, dieser Punkt, den du angesprochen hast, der ist schon wichtig, also sich zu fragen sozusagen, ist es legitim, dass Unternehmen sozusagen Daten erheben und diese dann sozusagen Eigentum sind, dass proprietäre Daten, das, ob das überhaupt funktioniert, wenn das sozusagen Daten sind, die irgendwie eine Auswirkung auf das Allgemeinwohl sozusagen haben. Ne? Also ich glaube, das ist schon ein wichtiger Punkt, ob das nicht sozusagen die Forderung im Raum stehen müsste, es gibt bestimmte Daten, okay, die könnt ihr erheben, aber die müssen dann halt offen sein. Also das ist ja, finde ich, auch immer so eine Diskussion. Ne? Also klar, es ist okay und man kann die Daten ja vielleicht auch dann für sinnvolle Zwecke nutzen, aber dann müssen sie halt offen sein. Und die Frage ist eben wirklich, möchte ich sozusagen die Daten einem Konzern sozusagen in den Rachen schmeißen, der halt gewinnorientiert wirtschaftet. Ne? Ist das überhaupt legitim? Also ich finde, das ist halt auch wieder diese Legitimitätsfrage, die man da stellen kann. Ne? Gut, jetzt muss ich kurz strukturieren. Ich wollte dir noch kurz die Gelegenheit zu geben, was zu Social Business Modellen zu sagen, was sagen hier jetzt sozusagen auch der Ansatz war, wie kann ich eigentlich einem rein kapitalorientierten Unternehmen meine Daten anvertrauen. Und dann wollte ich eben anschließend dir das Mikro geben und da hinten noch eine Frage mit aufnehmen. Oder war die Frage jetzt direkt dazu? Nee, gut, dann machen wir es in der Reihenfolge. Also um vielleicht auch nochmal darauf zu dem Thema Facebook. Das ist eine berechtigte Frage auf jeden Fall, aber man darf nicht vergessen, ich meine, das wird immer kritisiert, aber die Welt nutzt es. Es gibt so viele Millionen User, die da offensichtlich einen Mehrwert drin sehen, welcher Art auch immer es ist. Es wird genutzt und gerade in Deutschland wird es vielleicht sehr kritisiert, aber wenn man sich international das mal anschaut, in Afrika, in Asien, gut, da vielleicht ein bisschen reguliert, aber gerade in Afrika ist es ein Riesenmehrwert, diese Social Interaktion auf diesen Plattformen ist bereit, die Daten zu teilen, weil man vielleicht auch nicht weiß, was passiert, aber weil man es auch als irgendeinen sozialen Mehrwert empfindet. Also deswegen, man kann das dann erfragen, aber man muss auch immer sehen, es gibt diese Nutzer und es gibt diese junge Zielgruppe, die das toll findet, von sich YouTube-Videos zu drehen, die zu teilen und sich digital auszutauschen. Also das ist so, das sieht man vielleicht, wenn man ein bisschen älter ist, anders, aber es gibt diese Zielgruppen und das wird noch mehr kommen, also wenn man sich das anschaut. Und zum Thema Social Business, genau, was schauen wir uns an? Natürlich gibt es viele Unternehmen, die auch einen sozialen Mehrwert letztendlich leisten. Da natürlich im Bereich Bildung, wenn man sieht, das Beispiel aus Indien von der Grameen Bank, gut, gibt es auch mittlerweile kritische Meinungen, aber dass man versucht, mit Mikrokrediten Menschen vor Ort eine Möglichkeit zu geben, selbst aktiv zu werden, gerade im Bereich der Entwicklungshilfe oder auch in Deutschland gibt es tolle Initiativen, die sind oft weniger datengetrieben, zum Beispiel Dialog im Dunkeln, wenn man sich anschaut, dass man mit diesem Konzept versucht, blinden Menschen einen Job zu geben. Also da gibt es ganz viele tolle Aktivitäten, die oft im Offline-Bereich noch stattfinden, aber auch interessante Foodshare Plattformen und alles Mögliche, was alles einen sozialen Mehrwert hat. Und ich glaube, wenn man mehr in diese Richtung geht und dann vielleicht selber auch als Endkonsument versucht, in diese Richtung zu konsumieren, sich mit diesen Dingen auseinanderzusetzen, dann kann man, wenn wir wieder bei Impact, eine Veränderung erzeugen. Dennoch sollte man schauen, gerade bei diesen Facebook, YouTube und Twitter und was es nicht alles gibt, die junge Zielgruppe, diese Digital Native, sie nutzen es, sie sehen einen Mehrwert dahinter und ich glaube, das kann man gar nicht aufhalten. So, jetzt möchte ich aber dir das Wort erteilen.
Ja, auch zum Thema junge Menschen. Wir haben auch vorhin die Umfrage gemacht mit dem Bewusstsein hier im Raum, was ja anscheinend für die ökologische Nachhaltigkeit da ist, aber nicht für die Datenschutznachhaltigkeit. Wie wir da vielleicht was lernen könnten. Erstmal hätte ich gerne von euch gewusst, im Bereich Bildung, was ihr da vielleicht für konkrete Forderungen habt. Also ich werde mal irgendwann Informatiklehrer, das ist gerade mein Ziel. Und wir haben einen Lehrplan, der ist relativ offen. Der hat, da steht drin, ja, Datenschutz soll gemacht werden, aber es gibt kein konkretes Unterrichtsmaterial auf jeden Fall. Und dann vielleicht, weil du die Frage auch gerade eben gestellt hast und ich hatte dieselbe Frage. Ich fand, es war relativ einfach für die Kommunikation, für die einfachen Leute, dass man im Supermarkt ein Bio-Siegel hatte auf den Sachen, die wirklich ökologisch nachhaltig produziert wurden. Und ob so ein Siegel nicht vielleicht doch wirklich sehr sinnvoll wäre, um das Bewusstsein bei den Menschen einfach zu erwecken. Okay, dann fange ich an. Also bei dem Siegel stimme ich dir vollkommen zu. Das ist ja auch das, was wir schon am Anfang gesagt haben, dass es dieses Siegel braucht, dass es es geben wird. Es gibt schon erste Ansätze. Wie gesagt, da kann man vielleicht lernen, dass man nicht 20.000 Siegel erfindet, sondern vielleicht eins, was aussagekräftig ist und das vielleicht auch international oder zumindest europaweit anerkannt ist, auf jeden Fall. Und was das Thema Bildung angeht, wie gesagt, ich selber habe in dem Bereich geforscht und schaue mir das auch gerade an. Es ist schwierig, diese Datenkompetenzen in die Hochschulen reinzubringen. Also wenn man jetzt sich mal nur die Hochschulbildung anschaut, dann sind immer 20.000 Akkreditierungsprozesse, die dauern 2 Jahre. Bis dahin hat sich alles schon wieder am Markt verändert. Ich glaube, das System Hochschule muss sich komplett öffnen. Es muss viel schneller, dynamischer werden, um diese neuen Informationen, die von außen kommen, auch aufnehmen zu können. Es gibt jetzt interessante Startups in Berlin, die sich auf dieses so konzentrieren, dass man Datenkompetenzen über Online-Sachen lernt, damit Mitarbeiter auch in Unternehmen umschult. Und ich glaube, genau solche Dinge müssen auch die Hochschulen anwenden und vielleicht sogar dann Dienstleister auch von außen einkaufen, um die Studenten sämtliche Richtungen, ab jetzt Lehrer oder Nicht-Lehrer, darauf auszubilden. Das ist meine Meinung. Jetzt gibt es ganz viele Wortmeldungen. Ich würde gerne die Dame aus dem Publikum noch dran nehmen und davor noch von mir auch noch eine Antwort auf diese Frage. Ich finde es immer ganz wichtig, dass man in der Schule eigentlich auch schon mehr lernt über die Funktionsweise und die Strukturen, um eben besser zu verstehen, was eigentlich passiert. Weil das Internet eben keine Magie ist, sondern auch nur schnöde Technik, sage ich jetzt mal. Aber jetzt... Genau, ans Publikum. Ja, wir als Stagehost, muss ich kurz sagen, wir laufen auf 11 Uhr zu. Ist Dietrich Meyer-Ebrecht hier schon im Raum? Ah, cool, super. Du bist bereit gleich, dass du loslegen kannst? Dann machen wir noch ein paar Minuten weiter. Ich habe eigentlich nur eine ganz kurze Anmerkung und zwar nochmal zurückblickend. Ich glaube, dass die Zivilgesellschaft viel deutlicher die Frage stellen muss, wo landen unsere Daten? Und da kam ja vorhin auch die Anmerkung oder die Frage, wer hat da mal nachgefragt? Es gibt eine Seite, die heißt datenschmutz.de, da kann man seine Daten eingeben, die werden nur für den Moment gespeichert und man hat automatisch 50 Briefe ausgedruckt, die an alle Behörden gehen bundesweit. Ich habe das gemacht, das ist ganz spannend, was da zurückkommt, wo ich überall wie gespeichert bin. Das kann man auch für Unternehmen machen und das finde ich total sinnvoll. Und statt Google Maps kann man auch OpenStreetView oder hier nutzen, die eben auch Open-Source-Dienste sind, die sozusagen nicht an Unternehmen geknüpft sind, wo ich nicht Angst haben muss, was passiert dann mit meinen Daten. Also das so als Anregung vielleicht einfach für alle, dass sie mal ein bisschen mehr einfach fragen. Also ich bei jeder Werbung, die ich nach Hause kriege, kriegen die Unternehmen einen Brief zurück, ihr dürft meine Daten nicht mehr nutzen und woher habt ihr sie? Und die Wege sind sehr interessant. Sehr schön, vielen Dank. Ich würde jetzt nochmal hier das Mikro weitergeben oder wollt ihr gerade direkt dazu jemand was sagen? Nee. Mir geht es ein bisschen um das Siegel, weil das ist ja eigentlich, sollte oder so habe ich es rausgelesen, der Sinn dieser Diskussion zu sein, wie kann man Siegel schaffen. Und dann nehme ich wahr, dass sich das einfach in einem engen Kreis hier dreht. Es dreht sich immer um Datenschutzverordnung und Dings. Ich wollte nochmal in Erinnerung rufen, wie die Biosiegel entstanden sind. Das waren ein paar Bauern, die hatten ein Ziel und die haben das einfach nur gemacht. Ohne jetzt auf Mehrwert zu schauen, ohne auf Marge zu schauen und teils unter ziemlichen Entbehrungen. Hört sich immer so wild an, aber ist es so. Und das
das fehlt mir hier so ein bisschen, zu sagen, ganz klare Transparenz. Die Siegel sind so entstanden, die haben sich an Richtlinien gehalten, die sie sich selber gegeben haben und die von den Kunden nachgefragt wurden. Und dann hat sich erst langsam diese Bewegung entwickelt, nämlich Kunden haben Zuspruch genommen. Die Verbreitungswege waren eher Mund-zu-Mund-Propaganda. Man hat also nicht gesagt, und jetzt mache ich hier ein Siegel und dann ist das alles ganz toll. Und das fehlt mir hier so ein bisschen. Also die Vorreiter, diese Pioniere, die sagen, okay, ich halte mich an das. In der Programmierszene habe ich so ein bisschen Knu, das ist so ein Stream, ja, da könnte man was draus machen. Aber daraus dann ein Siegel zu basteln und zu sagen, ganz klar, ich als Unternehmen halte mich an diese Richtlinien. Das heißt, ich nehme nur die Daten, die ich brauche oder so, die wären zu definieren. Und damit einfach per se mit diesem Ding die Leute zu überzeugen. Und diesen Weg sehe ich nicht, ja. Hier sehe ich immer den umgekehrten Weg. Ja, wir haben die Verordnung, die der Staat gemacht hat und die halten wir ein. Die Biobewegung, die hat sich einen Teufel um den Staat geschert. Die haben gesagt, wir sind wir und wir machen das jetzt so. Und die steigen, Demeter gibt es schon seit den frühen 30er, seit den 1910er Jahren gibt es die Demeter-Bewegung schon und die anderen Verbände sind in den 80ern dazugekommen. Das staatliche Biosiegel, wie wir es kennen, ist erst Ende der 90er gekommen, dass es auch gesetzlich geschützt war. Das heißt, es fehlt hier der Mut, ein bisschen Vorreiterrolle zu spielen und ein bisschen und das zu verbreiten und dass auch alle mitmachen. Da die Landwirte ein ethisches Ziel hatten, konnten die sich leichter einigen. Und das ist bei Landwirten schon wirklich schwierig, ja. Aber ich habe hier den Eindruck, dass hier, dann geht es immer um Gewinnanteile, um Marktmacht, was wir auch schon hatten. Darf ich ganz kurz? Wollen wir noch sammeln, weil danach gibt es keine Fragen. Okay. Okay. Ich wurde gebeten, mich kurz zu halten. Deswegen wollte ich sagen, meinem Vorrednern sich anzuschließen, das stimmt. Also, beziehungsweise es gibt viele der Probleme nicht, die ihr gerade besprochen habt und vieles ist auch gewissermaßen falsch. Und das Einzige, was eigentlich ein Problem ist, ist ein Defizit des Wissens. Und darauf sollte sich dann eigentlich auch alles konzentrieren. Also auch das mit dem Siegel und so weiter. Die Leute, die freie Softwarekulturbewegung, die machen schon immer das, was sie machen und die machen das halt richtig. Und die scheren sich auch um keinen anderen Menschen. Und eigentlich geht es nur darum, das weiter verfügbar zu machen für die große Masse. Ja, da? Vielleicht machen wir dann gerade, dass jeder nochmal zu Wort kommen darf und wir dann zum Ende kommen. Ich versuche es noch nicht ganz mit der Abschlussrunde zu verbinden. Gut, okay. Ich glaube, es ist sehr viel Motivation da, so ein Siegel, so eine Einfachheit den Nutzerinnen und Nutzern auch zur Verfügung zu stellen. Was hier wirklich der Fall ist, es ist unheimlich komplex und nicht einfach, wirklich das in so einer Siegel abbilden zu können. Ich bin für ganz, ganz viele mit meiner Firma Digitales Denken, bin ich in ganz vielen kleinen und mittelständischen Unternehmen Datenschutzbeauftragter. Das Gesetz ist so zum Teil in sich widersprüchlich, dass ich nicht alles hundertprozentig erfüllen kann. Und die Standards mir als Geschäftsführer zum Teil das Leben schwer machen. Und ich habe wirklich Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer, die unheimlich hohe Ansprüche an sich selbst stellen und sagen, so wie Dean sagt, wir möchten datenschutzkonform eben halt auch arbeiten. Es ermöglicht es mir aber nicht, wenn ich das hundertprozentig einhalte, dann macht es mir das Geschäftsmodell komplett kaputt. Deswegen will ich nicht, dass es da kein Wille da ist, sondern zum Teil ist es eine Thematik, die eine unheimliche, in sich widersprüchliche Komplexität hat, wobei ich ganz viele denke, gerade kleine und mittelständische Unternehmen, die wollen, weil sie wissen und haben eben halt auch diesen Ansatz und sagen, ja, das ist eben halt auch mein Beitrag für die Gesellschaft. Auch die Landwirte waren nicht im rechtsfreien Raum. Also ja. Es gibt ja hier Rechte. Das ist ja das Problem. Hier gibt es ja ganz viele Gesetze. Wir haben 154 unterschiedliche Gesetze, wo Datenschutzregeln mit drin sind. Wir haben die DSGVO auf die BDSG. Wir haben ganz viele Gesetze. Anders als bei der Ökologiebewegung gibt es hier keinen großen Gestaltungsspielraum, weil die Gestaltung ist schon da. Und wir müssen eben halt aus den Gesetzen her müssen wir eben halt neu sein. Genau, wir können gerne gleich noch weiter diskutieren, wenn wir hier den Abschluss gemacht haben. Ich wollte noch kurz vielleicht Dean dazu einladen, jetzt zu proklamieren, dass das Posteo auch Vorreiterrolle übernehmen wird für ein Siegel und da noch eine Abschlussrunde machen, eine ganz kurze. Also nur ganz kurz zu, ist er dran? Ah.
zu dem, was er gesagt hatte, das, was die Bio-Bewegung gemacht hat, die Landwirte, das war ja Kundenorientierung. Und ich glaube, wir können hier vieles schon lösen, wenn wir den Verwender und den Nutzer in die Kundenrolle setzen. Also wenn es die Möglichkeit gibt, diese Dienste zu kaufen, und dann muss nämlich der Anbieter mit dem Kunden gut umgehen. Er muss transparent dem Kunden gegenüber sein. Bei uns sind alle Postfachnutzer sind Kunden. Wir bieten keine freien Postfächer an. Das sind alles bezahlte Postfächer, und deshalb sind wir so transparent wie möglich dem Kunden gegenüber und versuchen das zum Beispiel auf der Webseite so weit wie möglich zu machen, oder stellen uns auch Tests und Ähnlichem, und wir haben Aufsichtsbehörden, die uns kontrollieren und so weiter und so fort. Also kurzum, es ist eine Frage des Geschäftsmodells. Das bringt uns, das ist der erste Schritt, der uns, glaube ich, erstmal da rausbringen kann. Ja, genau. Wir müssen jetzt leider Schluss machen. Vielleicht noch jeder einen Satz. Benna, wenn du willst. Also ich glaube, die Idee mit den Siegeln ist insofern eine gute Idee, weil man halt dann vom Ziel her denkt und sich überlegt, was wollen wir denn eigentlich? Und ich glaube nicht, dass man dann da so ganz doll darauf achten muss, was für Gesetze gibt es, weil natürlich in der Landwirtschaft gibt es auch Gesetze. Aber die Landwirte aus der Ökobewegung, die haben halt gesagt, wir wollen diese und diese Ziele durchsetzen, und deswegen versuchen wir uns ein Siegel zu setzen, das diesen Zielen entspricht. Und ich glaube, das ist schon eine gute Herangehensweise, wo man vielleicht mit Vorreitern auch durchaus mal drüber nachdenken könnte. Ich mag den Satz, wer als Instrument immer nur einen Hammer hat, für den sieht dieses Problem wie ein Nagel aus. Insofern kann man eben halt durchaus nochmal drüber nachdenken, die Werkzeuge zu wechseln, um bestimmte Probleme zu lösen. Vielen Dank. Genau, und ich sehe es auch so mit den Bio-Siegeln. Ich glaube, dass die Landwirte, die waren intrinsisch motiviert. Jetzt mit der Datenschutzgrundverordnung ist es so ein bisschen von außen aufgedrückt. Und ich glaube, es braucht so eine innere Bewegung, die sich dem noch annimmt. Und ich glaube, alle sind noch leicht überfordert, und es muss jetzt einfach, ja, was passieren, sagst du so. Und da sind die Unternehmen gefordert, aber vielleicht auch die Kunden, die quasi das vorantreiben. Also ich glaube, es lohnt sich als Unternehmen, datenschutzorientiert zu sein und mit dem Kunden verantwortungsvoll umzugehen. Wir sehen das, die Kunden haben Neudeutsch Awareness dafür, und sie honorieren das. Sie wollen dann ein Produkt haben, wenn sie wissen, dass der Anbieter gut mit ihnen umgeht. Gut, vielen Dank. Dann wollen wir hoffen, dass wir auch hier einen Kulturwandel beobachten dürfen in den nächsten Jahren. Also sozusagen nicht nur bei den Kunden und Kundinnen, sondern auch bei den Unternehmen, um dort verantwortungsvoller mit den Daten umzugehen. Und genau, vielen Dank fürs Dabeisein, für die Diskussion. Es gibt auch einen Chatroom unten, wo wir nochmal ein bisschen weiter diskutieren können im Nachgang. Und jetzt müssen wir leider das Feld räumen. Vielen Dank.